Die Wangen tüchtig aufgeblasen tröten an diesem Mittwochmittag 22 Kinder der Paul-Gerhardt-Schule Kloppenburg in ihre Klarinetten und Querflöten. Bei der Bläser-Arbeitsgemeinschaft kommen die meisten von ihnen nicht nur erstmals mit einem Instrument in Kontakt, sondern erlernen auch wichtige soziale Kompetenzen, wie beispielsweise gegenseitige Rücksichtnahme in der Gruppe. Das hat offenbar auch die Bundesregierung erkannt, die seit 2013 deutschlandweit lokale Bündnisse für Bildung unter dem Motto Kultur macht stark fördert. Davon profitiert auch die Kreismusikschule Kloppenburg, die allein 7 Projekte ins Rennen geschickt hat und dafür eine Förderung von 20.000 Euro erhalten hat.